Hallo, euer Capo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von Watcher of Realms. Wie versprochen gehe ich mit euch über den neuen Champion drüber, der am Wochenende mit Hatsu zusammen beim 10er Event zur Verfügung steht. Wir sind hier vom Forerunner Server. Wir haben hier schon ein paar Bewertungen, weil hier gibt es diesen Champion schon. Ich bin wie immer von meiner Meinung uneingenommen. Es ist einfach nur meine Meinung zu diesem Champ. Ich habe mir erst eine Meinung gebildet und dann die Kommentare angeschaut, um zu gucken, ob ich in der Ahnung ein bisschen richtig liege. Also alles wie gehabt. Gehen wir über ihn drüber. Und zwar ist es ein neuer legendärer Champ. Der Name ist Artemis. Er ist von der Fraktion Kultist. Er ist Heiler magisch. Er hat eine wirklich gute Reichweite. Heilung Einzelziel und Antiheilung. Lasir lässt rufen. Er hat ein Talent. Wenn Verbündete mit Blutrünstig geheilt werden, werden 2% Wut wiederhergestellt. Blutrünstig bedeutet, erhöht die Heilung von Artemis Grundangriff um 30%. Seine A1 gewährt einen Verbündeten Reichweite angriffsbasierende Heilung. Ihr wisst, ich halte von einem immer nicht viel, aber okay. Gehen wir über seine Ulti drüber. Nimmt während des ultimativen Skills Gegner ins Visier und fügt bis zu 8 Gegnern mit jedem Angriff 160% AOE-Damage und Anti-Heilung zu. Klingt für mich perfekt für genau Gearred 1. Anti-Heilung wollt ihr da haben. AOE-Damage perfekt, 8 Gegner auch perfekt, von daher eine perfekte ultimativer Skill sozusagen oder ultimativer Angriff für Gearred 1 meiner Meinung nach. Gehen wir zu der passiven. Heilt während des ultimativen Skills beim Treffer bis zu 3 Verbündeten Reichweite mit einem Heilungsmultiplikator von 100%. Der Angriff priorisiert gegnerische Ziele während des ultimativen Skills. Es sei denn, es befinden sich nur Verbündete in Reichweite. Na, also während des ultimativen Skills heilt er 3, sonst heilt er nur 1. Ich weiß nicht, ob das zu wenig ist, weil wenn zum Beispiel die Bomben-Creeps da kommen oder generell die mit ihrer Aura so viel Schaden machen bei Gearred 1, 19, 20 oder 21, weiß ich nicht, ob er einfach da so ausreicht. Ist jetzt einfach nur mal meine Vermutung. Gehen wir über die Auto-Attack drüber. Nimmt regelmäßig Verbündete mit Ausnahme des Helden ins Visier und bewirft sie mit blutrotem Tonikum. Wenn ein Ziel getroffen wird, werden Verbündete in der Nähe mit Blutrünstig belegt und mit einem Heilungsmultiplikator von 120% geheilt. Na, da kommt jetzt wieder Auto-Attack alle 30 Sekunden, wie ich hier sehe. Abklingzeit, also alle 20 Sekunden, dass er auch noch andere heilt. Also vermute ich mal, dass es doch reichen könnte, weil sonst wäre es ja auch ein bisschen sinnlos, weil er ist, finde ich, für Gearred 1 meiner Meinung nach ausgelegt. Gehen wir über seine Stats drüber. Die LP ist okay, der Angriff ist sehr, sehr gut, also das ist echt heftig, muss ich sagen. 672 finde ich sehr, sehr nice für einen legendären. Manchmal kommen wir da kaum über 500. Bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Der Angriffsintervall 3 Sekunden finde ich sehr, sehr hart, also sehr, sehr viel. Aber wie gesagt, der normale Angriff sehr, sehr geil. Erwecken. Erhöht während des ultimativen Skills die Crit-Rate um 50%. Echt heftig. Viel. Angriff plus 300, Standard. Erhöht die Effektdauer von Blutrünstig für Verbündete um 5 Sekunden. Auch nice. Wutregeneration im Auto plus 1, Standard. Blutrotes Tonikum heilt Verbündete in Reichweite für 5 Sekunden mit einem Heilungsmultiplikator von 30 pro Sekunde. Ja, was ist jetzt meine Meinung zu dem Champ? Also auf jeden Fall, überall wo Creeps sind, die sich heilen, ist er mit seinem ultimativen Skill mit der Anti-Heilung perfekt. Ich würde jetzt mal so denken, meiner Meinung nach, Gearred 1, definitiv wird er eine Bombe sein, kann ich mir so vorstellen jetzt, wenn er komplett geskillt ist, dass er da wirklich richtig, richtig gut ist, wer da Probleme hat, aber sonst weiß ich nicht, wo er noch so toll sein könnte. Wir gucken uns mal die Bewertung an. Ausrüstungsrate 1, okay, Lernriss noch, Fraktionsprüfung, gut, Fraktionsprüfung ist klar. Da freut man sich, wenn man teilweise einen Heiler hat, das auf jeden Fall. Aber ansonsten, ewiger Kodex noch, ja. Und dann hört es schon auf und dann sind die Bewertungen auch nicht so toll mehr. Ne? Also halten wir fest, wer am Anfang ist,
und für Ausrüstungsrate 1 einen Heiler benötigt, der auch Schaden macht und Anti-Heilung. Ist, denke ich, hier richtig, richtig gut bedient. Ansonsten klingt er für mich jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ich muss öffnen, ich muss diesen Champion unbedingt haben. Er hilft mir definitiv irgendwo weiter. Das kommt immer drauf an, ihr wisst, wo ihr im Spiel seid, welche Champs habt ihr aktuell. Seid ihr Geared 21, also Geared 1, 21, braucht ihr ihn, denke ich, nicht unbedingt. Habt ihr bei Geared 1 Probleme, kann er ein Schlüsselchamp für euch sein, definitiv, gerade mit der Anti-Heilung, wenn ihr Lasier nicht habt, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und wenn ihr ihn nicht zieht, sondern Hatsu zieht, habt ihr wieder einen guten Champion für Geared 3. Also das muss man immer wieder die Kombination sehen. Von daher kommt es immer drauf an, was ihr habt. Lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von diesem Champion haltet. Findet ihr ihn genauso, wie ich ihn beschrieben habe? Oder seid ihr da komplett anderer Meinung und sagt, Capo, der ist richtig geil? Lasst mich das, wie gesagt, gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und sonst sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.